Bestimmt mit dem Titel Ein bisschen Spaß muss sein. Kennst du auch noch? Ein bisschen Spaß muss sein. Und den haben wir jetzt. Ich freue mich. Sönke Möhring ist hier bei uns in der Sendung. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Sehr gerne. Du spielst in der ARD-Serie Asbest mit. Hier sehen wir es auch schon. Ja, es geht um Familienclans, es geht um Gangster, es geht auch um Träume, um Liebe, um schwere Jungs. Und bevor wir über deine Rolle ganz speziell reden, schauen wir uns mal ein paar Ausschnitte an. Sehr gern. Wenn der Sturm ausbricht. Dann haben wir jetzt hier bei mir den Sönke. Sönke, mein Gott, das sind heftige Bilder, brutale Szenen. Das ist das Erste, was mir hängen geblieben ist, als ich so die Ausschnitte gesehen habe. Wie ging es dir, als du das Buch gelesen hast? Realität zu tun haben. Und das ist eigentlich ja die Essenz, auch die, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei Asbest spielt. Aber es entführt uns einfach in eine Welt, die wir so natürlich nicht kennen, die meisten von uns. Jetzt spielst du mit deinem Bruder zusammen, Wotan Wilke. Wie ist es denn so, mit dem eigenen Bruder zu spielen? Also wie schwierig oder wie einfach, wie muss ich mir das vorstellen? Es ist, wir waren uns ganz, also in diesem Zeitpunkt sowieso noch mal mehr innig und verbandelt miteinander als ohnehin schon, eben durch diese Bucharbeit. Und das war toll, weil wir ja eigentlich auch eine ganz relativ wenig gemeinsam spielen in diesen 5 Folgen, aber trotzdem eine ganz tief verwurzelte Brüderlichkeit herrscht zwischen uns und war einfach eine große Freude, das zu spielen. Man hat das auch gesehen in einer Szene, das habe ich dir gesagt, das ist der gewisse Bruderblick und da ist einfach viel Herz und viel Liebe da. Lass uns noch mal reden über die Asbest, über die Serie. Die ist seit Freitag in der ARD-Mediathek ja zu sehen. Du hast schon ein bisschen was erzählt, aber was macht denn diese Serie noch mal speziell ganz anders als die anderen Serien, die man vielleicht kennt in der Mediathek? Also ich würde sagen, die sind 18 Jahre alt, ich glaube über 19. Übrigens sein Schauspieldebüt. Wahnsinn. Unfassbar, was der abgeliefert hat. Also der, das ist besser. Per Instagram entdeckt, oder? Ja, ich glaube ja. Also Kida hat dazu das mal, glaube ich, gesagt, dass er den bei Instagram irgendwie entdeckt hat. Und ist einfach Gold wert für diese Serie. Und ist ein Unterschied zu den anderen ist einfach... Jetzt, lieber Sönke, wirkt es ja so, dass hier sich nur Top-Schauspieler sozusagen versammelt haben, sondern... Donnerstagabend war das war toll in Berlin. Und es ist tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, wie so ein großes Klickentreffen. Ja? Weil wir uns auch alle kennen und schätzen. Und ich glaube, Kida ist halt auch einfach schlau und weiß, wen er castet, weil er sich dann auch bestimmte Dinge erhofft von den jeweiligen Schauspielern und... es ist eine große, große Freude, mit dem zu arbeiten. Ich war auch überrascht, wie präzise er das macht. Weil die Arbeit des Regisseurs ist ja sehr komplex, sehr vielschichtig. Und du musst sehr viel mitdenken. Und da hat er mich total überrascht. Ihr kennt euch auch schon, wie gesagt, eine ganze Weile. 10 Jahre. Wie würdest du denn noch mal seine Arbeit doch speziell als Regisseur beschreiben? Also da gibt es ja jetzt die Lauteren und die Leiseren, die schon 2 Schritte schon im Vorwärts sind. Wie ist er? Nee, er hat, glaube ich, die Echtheit. Also Kida ist echt und deswegen sind seine Figuren auch und seine Arbeit auch. Und das ist, glaube ich, also der Hauptbenefit von Asbest. Reden wir über deine Rolle jetzt. Die ist sehr, sehr intensiv. Das kann man an dieser Stelle auf alle Fälle sagen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Ja, genau. Ich will ja eben möglichst wenig spoilern. Ja. Und du bist auch von einem Auto, ja, man kann sagen, überfahren worden, verprügelt worden. Verprügelt, ist das so? Ja. Aber auf alle Fälle sehenswert. Ja. Eine Frage an dich. Fortsetzungsfähig diese Staffel? Was sagst du? Absolut, absolut. Also da Kida ein schlauer Fuchs ist, hat er... Sönke, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass du bei uns warst. Guck mal, so schnell geht die Zeit schon vorbei. Das war's schon. Gibt's ja gar nicht. Auch du bleibst noch ein bisschen bei uns. Sehr gerne. Brisant war nämlich bei den Dreharbeiten exklusiv dabei. Daraus ist ein ausführliches Making-of entstanden mit vielen spannenden Einblicken. Wie gesagt, hinter die Kulissen haben wir schon ein paar gesehen. Finden Sie, wie die Serie Asbest in der ARD Mediathek. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Sönke. Sehr gern. Hier geht es weiter mit den Promis aus dem Netz.